Hallo, Freunde des gepflegten Wahnsinns. Herzlich willkommen zurück bei Blacker 2 auf dem Zauberweltenkanal. Der Kampf mit. Bla. Der Kampf mit Adamant. Der Kampf mit Adamant hat mich ein wenig fertig gemacht das letzte Mal. Ich habe auch noch ein zweites Mal eine Aufnahme versucht. Dabei dann den Adamant rechtzeitig umgebracht. Dafür dann die Sandhexe übergelassen. Und das war auch nicht viel besser. Die hat nämlich dann meinen Zwerg gepinnt und also hier unter ihren Rock gepackt. Und dann habe ich versucht, zu dritt sie zu besiegen, hatte aber irgendwie keine Möglichkeit, sie umzuhauen, weil nämlich mir immer die Astralpunkte ausgegangen sind. Ja, das war sehr nervig. Allerdings hat die Strategie funktioniert. Ach, das ist der falsche. Na ja, Mist. Die Strategie hat funktioniert mit die Kämpfer hinter die Zäune schicken und die Magier zu Adamant. Das war ganz pfiffig. So, gut. Okay, was bringt mich jetzt dazu? Doch, das hoffe ich. Was mich jetzt total hoffen lässt, dass es klappt, ist, Daedalic Entertainment hat letzte Woche, nachdem ich das Video natürlich das zweite Mal versucht habe, eine Mail rumgeschickt, dass sie ein Update fertig haben, das jetzt am Mittwoch, also gestern, rausgekommen ist. Und die Figuren vertauscht. Genau, und dieses Update hat sich vor allem ums Balancing gekümmert. Und zwar regeneriert Adamant jetzt nicht mehr so schnell Astralpunkte oder so viele Astralpunkte. Und die Sandhexe hat eine geringere Respawn-Zeit. So, das heißt, ich sehe hier eine geringe Chance, dieses Level dann doch nochmal zu packen. Aber ich habe die Befürchtung, dass es nicht weniger langweilig wird. Oder langatmig. Langweilig natürlich nicht. Keins meiner Videos ist langweilig. Es ist höchstens ein wenig langatmig. Aber da kann ich nichts zu. Ich habe das Spiel ja nicht programmiert. So, ich positioniere hier meine Kriegerlein. Damit ich gleich an den Hebeln zuppeln kann. Und dann können die da rüber gehen und Vasen kaputt hauen. Oder Kristalle. Und dann nochmal an den Hebeln zuppeln. So, lästig wird's gleich, denn irgendwer, ich glaube die Sandhexe, beherrscht gleich wahrscheinlich wieder den Zwerg. Das heißt, ich kann dann mit dem einen wieder nicht agieren. Aber das ist dann halt so. Na? Willst du wohl da hinlaufen? Nein, in die Richtung scrollen. So, morgen müsste auch mal eine neue Hardware kommen, dann läuft das Spiel auch mal ein bisschen flüssiger. Cassia kann mal dahin marschieren. Fupp. Fupp. Ja. So, in Kristalle. Also alles in allem ist dieses Level äußerst lästig. So, Sandhexe weiß schon wieder Bescheid, was ich vorhab. Die wird sich dann da gleich wieder brutal in den Weg stellen und einen von den Leuten pinnen. So, und wenn man hier schon mal hinten steht, kann man ja auch mal an Hebeln ziehen. Na komm. Die lassen sich auch doof greifen hier. So, mal fix geguckt, was ich jetzt geändert habe. Ich glaube nämlich, ich habe hier links die Dinger runtergelassen, genau. Da habe ich noch nichts gemacht. Ja, und Adamant schiebt irgendwelche Kugelblitze über die Karte. Das soll mir auch recht sein. So, da ist es wieder. Zwergi ist beherrscht. Ganz hervorragend. Sehr lästig. Bleibt also nichts anderes übrig, als hier unten die Zäune eben runterzulassen. Und hoffen, dass Zwerg nicht so schnell nachkommt, damit ich den gleich wieder aussperren kann. Ah, diese scheiß Sandhexe. Vielleicht puste ich die Sandhexe erstmal weg. Probieren wir das mal aus.
denn die wird gleich extrem lästig. Wahrscheinlich frisst sie auch gleich meine Takate auf. Na? Okay, sie hat nur rumgefuchtet, das ist gut. Zwergi läuft über die Absperrung. Das ist blöd, den brauche ich eigentlich auf der anderen Seite, aber die Beherrschung, die hält so gefühlte 100 Jahre. Jetzt kann ich wieder hier nichts Sinnvolles tun. Komme ich an den denn dran? Ne, natürlich nicht. Schlecht. Kann man eigentlich auf die Dinger auch schießen irgendwie? Nö. Nö. Zielfeinde. Zielfeinde. Dann kann man den halt ein bisschen ärgern hier. Hui, 9 Schaden. Das hat den ja vielleicht ein bisschen gejuckt. So, die Sandhexe steht da immer noch und die hat sich wieder hochgeheilt. Ich bin echt gespannt, ob das Balancing jetzt wirklich besser geworden ist. Und das Video wird sich wieder in die Länge ziehen, Tobi. Du kannst an dieser Stelle wahrscheinlich vorspulen. Ich wollte es nur mal gesagt haben. Hau ich jetzt die Frutte? Ich glaube, ich hau die Frutte mal. Dann ist die nämlich weg. Wahrscheinlich ist sie nicht weg mit einem Schlag. Todesstoß. Ich meine, der raubt ja eh die ganze Zeit die Punkte weg, die Ausdauerpunkte. Da kann ich auch mal eben die Ausdauerpunkte verbraten. Ich muss ein bisschen im Blick behalten, wie Zurbaran Lebenspunkte hat. Der ist nämlich schon wieder runter. Oh, die Sandhex ist schon wieder hoch. Oh, und hat Takate geschluckt. Aber irgendwer macht, dass mein beherrschter Zwerg die Sandhex schlägt. Das ist doch in Ordnung. Ja, okay, aber das funktioniert natürlich nicht. Oh, ich bin schon jetzt genervt. Das muss doch irgendwie zu schaffen sein, dieses doofe Level. Aber ich krieg die blöde Sandhexe nicht weg. Zack, ist die wieder voll. Ey, das kann nicht wahr sein. Von wegen Balancing ist besser. Humbug. Ja, ich krieg die nicht weg. Kannst da haken. Gut, dann macht Zurbaran halt mal was Sinnvolles und heilt sich. Wie, verliert 5 Lebenspunkte? Ach, der ist vergiftet. Ah, okay. Das erklärt, warum er Lebenspunkte verloren hat. Mal gucken, ob es was nützt. Ich vermute nein. Wenn jetzt der Zwerg nochmal die Hexe haut, ist das natürlich gut. Ich weiß auch gar nicht, was sie das mit den Kugeln blitzen soll. Naja. Och, nee, die ist wieder voll. Oh. Oh, wie lästig. Klar, und der verprügelt Takate. Natürlich. Super. Ist das lästig. Ich kann schon wieder nichts Sinnvolles mehr tun. Das ist schön, dass die Sandhexe nicht mehr so schnell respawnt. Das nützt aber überhaupt nichts, wenn die sich jede Runde, wenn man die auf sonst was runtergepuncht hat, wenn die sich dann sofort wieder hochheilen kann. Das ist natürlich dumm. So, es ist mir jetzt egal, dass der Zwerg da am Ausrasten ist. Oh, und das Ding geht wieder nicht kaputt. Oh, ich kann weinen. Kugelblitz beendet Runde. So, und Zurbaran kriegt wieder aufs Maul. Zwergi ist durch. Dann kann Zurbaran sich eben heilen. Cassia wird jetzt einfach mal die nächsten Runden sich astral regenerieren. Die kann nichts Kluges machen, dann kann sie auch hauen. Ist lauter Langeweile. Und in dieser Runde geht jetzt aber dieses Ding kaputt, bitte.
Wie überaus lästig der Zwerg ist beherrscht immer noch. Der müsste jetzt eigentlich nächste Runde wieder frei werden. Raserei, nee, zwei Runden noch. Oh, Knete. Mal hier am Hebel ziehen, mal gucken. Ich weiß nämlich nicht mehr, wie das funktioniert hat, die Reihenfolge. Gucken, ob die jetzt hier runtergehen. Nee. Ach, das war ja doof. Ist wieder alle oben? Hä? Die Hebel haben auch Farben. Daran kann man erkennen, wann, wie, was, wo hochgezogen ist. Aber warte mal hier, warte mal, der ist blau. Eigentlich hätte doch jetzt was reagieren müssen. Ich zuppel mal am Roten. Nee, scheiße. Ganz blöd. Ach so, nee, Takate kann wieder nicht komplett rüber. Naja. Dann geht er erstmal ein Stückchen, soweit er kann. Der Zwerg folgt ihm gleich. Ganz, ganz blöd. Dieses Hexenviech. Oh, geht ihm mir auf die Nerven. Wenn ich jetzt am Hebel ziehe, dann ist hier wieder der Weg versperrt. Das wäre kacke, denn Takate muss ja da gleich durch. Ich muss hier zusehen, dass ich den Zwerg da rausbekomme. Was ist denn da für ein Hebel? Nee, das ist blöde. Mit dem Zwerg jetzt einmal eine große Runde laufen ist Quatsch. Da ist gelb, dann gehen die da runter. Nee, ach komm, dann laufe ich mit dem Zwerg die große Runde. Was soll's? Dann ziehe ich jetzt hier gar nichts. Dann kann Takate... Takate. Zurbaran kann hier mal Takate heilen. Und dann ist die Runde wenigstens sinnvoll verbracht. Also gut. Also gut. Komm, hauen wir mal ein bisschen. Dann kann er sich wieder heilen, der Blödmann. Ach, und ich komme nicht an der Hexe vorbei. Sieben Schadenspunkte, nimm dies, böse Sandhexe. Zack, hochgeheilt. Wo kriegt die denn die Kugelblitze her? Irgendwas schleudert, die Statue schleudert Kugelblitze auf das Viech. Das ist ja eigenartig. Ja, schön, dann kann ich ja mit dem Zwerg mal ein bisschen angreifen. Cassia ist vergiftet, toll. Und Zurbaran, ich glaube, der kommt da nicht dran. Schön wär's. Doch. Geht. So. Wie ist die Hexe? Oh, herrlich. Die ist jetzt auf ganz wenig Lebenspunkte runter. Wenn ich die mit irgendwas jetzt erwische, dann kriege ich die weg. Nehmen wir mal was Günstiges. So, blödes Drecksviech. Die war nämlich echt im Weg. Jetzt bin ich gespannt, wann die respawnt. Bestimmt sehr bald. Ich kenn ja mein Glück. Lauf, kleiner Waldmann, lauf. Okay, die Kugelblitze treffen auch meine Leute. Die Kugelblitze sind anscheinend random. Und der Zwerg ist wieder beherrscht. Wie schön. Ich muss meinen Gegenzauber lernen irgendwie. Mal gucken, ob sowas gibt. Ist denn hier jemand sehr weit unten mit seinen Lebenspunkten? Ein gewisser Waldheini möchte gerne mal noch mal ein bisschen geheilt werden. Das erledigen wir sofort. So, das ist doch Oberknete hier. Was kann Cassia denn Sinnvolles tun? Überhaupt nichts. Nee. Takate kloppt mal hier eben auf den Kristall ein. Das dauert ja auch gern mal zwei Runden. So ein Kristall, der hat halt schon, der ist halt robust. Da kann man nicht erwarten, dass man mit einem Speer den in einer Runde platt kriegt. Zwergi hat meinen Heini gehauen. Und jetzt ist der dran.
Nichts Sinnvolles kann ich tun. Nichts, nichts, nichts. Ich kann nochmal heilen. Brauche ich aber nicht gerade. Ist egal. Truller. Truller geht wieder auf ihre Position, bitte. Und hier stupfen wir den Kristall nochmal ein bisschen. Ach, und da ist wieder eine Sandhexe. Na toll. Ja, zwei Runden hat es gedauert. Und der infernale Plan, mit beiden Jungs hier eben außen lang zu laufen, um die Kristalle zu zerdeppern, hat leider nicht geklappt. Das ist schlecht. Um es mal nett zu formulieren, es ist einfach schlecht. Egal, ich will ja nicht schimpfen, das Spiel macht ja grundsätzlich Spaß. Nur an diesem Punkt ist es doch ein bisschen ätzend. Außerdem zieht es sich wirklich, wirklich in die Länge. Das ist wirklich doof. Oh, Cassia stirbt mir gerade weg. Scheiße. Ganz doof. Warum kann ich die nicht heilen? Oh, oh, oh. Jetzt aber. Scheiße. Ja, eigentlich haben wir dafür keine Zeit. Das sind Noten. Das ja, ich... Die ja. Sein, die Adamants Sand bändigt. Ja. Ich wünschte, wir könnten sie irgendwie trällern. Können wir aber nicht. So, Frau Wahnsinn. Erheile dich mal. Das hast du gut gemacht. Jetzt muss ich noch Takate irgendwie retten. Der geht mir sonst nämlich auch gleich drauf. Und wenn hier nur ein Charakter über ist, dann hat man echt keine Chance mehr. Ach, das ist doch schon... Jetzt muss ich wieder die ganze Map über... Muss ich wohl über die ganze Map laufen, wollte ich sagen. Ach ja, ich wollte Takate heilen. Ja, hier. Oh, da musste ich erstmal einen Schluck trinken. Auf die ganze Aufregung. Zwerg. Zwerg ist auf 10 runter. Machen wir mal, dass Zwerg auf 40 ist. Oh, scheiße. Zwerg kann ich nicht heilen. Zwerg ist nicht in the range. Da muss ich mit Cassia mal kurz dahin gehen. Und hoffe ich mal, dass ich ihn jetzt erwische. Ja. Ja, das klappt. Ja, das ist nämlich meine Lieblingsbeschäftigung auf dieser Map. Charaktere heilen und darauf fluchen, dass man ständig beherrscht oder sonst irgendwie geärgert wird. So, aber zumindest ist jetzt die doofe Nuss von Sandhexe beschäftigt. Irgendwie sinnlos in der Gegend rumzufliegen, das ist mir sehr recht. Zurbaran, 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 Zurbaran geht wieder auf seine alte Position zurück und ich sehe gerade keine kritischen Lebenspunkte, deswegen spare ich mal ein bisschen astrale Energie. Und jetzt die Sandhexe bekämpfen macht auch wenig Sinn. Denn die respawnt ja nach 2 Runden. Immerhin nicht gleich in der nächsten. Das ist ja schon ein Fortschritt. Ah, gucke mal, gelb ist offen. Das heißt, ich komme jetzt hier rüber. Das ist gut. Patsch. Das ist doch gut. Dann haben wir es ein bisschen kürzer jetzt. Hier hat jemand Schaden bekommen. Oh, Cassia selber. Dann heilt Cassia sich eben. Die hat 40 Astralpunkte, dann kann ich eigentlich die 10 ausgeben für die 20 Lebenspunkte. Das ist ein guter Deal. Besser, ne? Ja. Ich weiß.
Diese elenden Kristalle, die mache ich jetzt erstmal alle weg. Schön, ja, jetzt sind die Brüder hier vergiftet und werden noch mal ein bisschen angeweht. Grummel, grummel, grummel. Das heißt, ich muss hier noch mal wieder kurz Takate heilen. Ja. Du kannst dich nicht gegen wehren. Ich werde dich immer heilen, du Arsch. So. Das ist ein bisschen lästig. Dadurch, dass man jetzt hier die ganze Zeit healt, hat man gleich für den eigentlichen Kampf gegen die beiden Schnösel keine Astralpunkte mehr über. Aber ich baue ein bisschen darauf, dass Adamant gleich auch nicht mehr so viele Astralpunkte hat. Momentan macht er nicht so viel lästiges Zeug. Das ist eigentlich ganz angenehm. Insofern stelle ich dann doch eine Besserung fest. Ich weiß gerade nicht, was ich gleich für einen Hebel ziehen muss. Wahrscheinlich den da. Ja, dafür müssen aber beide dann drüben sein. So, fertig. Cassia ist auch fertig. Und Takate. Monitor. Du gehst mal dahin. Ich darf auch den letzten Kristall da oben gleich nicht vergessen. Aber den zerschmetter ich gleich im Vorbeigehen. So. Nimm dies. Ich sehe uns nicht fallen. Ihr würdet uns doch. Ja. Sie ist wahnsinnig. Ja, das ist sie. Aber das haben wir schon mal festgestellt. Mehrfach sogar mittlerweile. So, jetzt kann ich hier das Hebelchen ziehen. Dann müssten die Dinger eigentlich runtergehen. Ja, perfekt. Gut, dann kann ich gleich mit beiden hier rüber. Dann kann einer den Hebel ziehen, der andere die Kristalle zerkloppen. Dann verliere ich nicht eine Runde. Und dann können die hier rüber marschieren und den Kristall zerkloppen. Gut, und dann kann ich auch die scheiß Gegner zerkloppen, hoffentlich. Flup. Husch, husch. Wie weit ist denn Cassia wohl mit ihren Astralpunkten? Da kann man ja schon wieder mit dem Gedanken spielen, Cassia zu heilen. Mist. Ich dachte gerade, man könnte sie ja mal eben hübsch machen wieder. Die ist ja schon wieder auf 18 runter. Aber das wird nichts. Zauber. Ach shit. Steht schon wieder blöd. Das ist aber nicht schlimm. Dann kommt er halt hier hin. Und heilt von dort. Schon besser. Ja, ich weiß. Okay, jetzt sieht es momentan ganz gut aus mit den Astralpunkten. Ja, es lohnt sich aber noch nicht. Macht die Runde mal noch nichts, weil ich noch nichts erreichen kann. Und mit Takate gehe ich an den Hebel, mit dem Zwerg zerklopfe ich den Kristall. Der kann das nämlich in einer Runde schaffen. Ich glaube, das liegt am Speer. Ich glaube, mit dem Speer kann man einfach keine Kristalle zerhauen. Macht ja auch irgendwie Sinn. Ergibt Sinn. Sinn kann man ja nicht machen. Klugscheißer. Elender Klugscheißer. Was wollte ich tun? Was wollte ich tun? Ich wollte... Nee, in die Kristalle wegmopsen nicht. Der hat nur 26 Astralpunkte. Ich musste mit Zurbaran noch ein bisschen regenerieren. Das hilft mir jetzt alles nichts. So, du zuppelst am Hebel. Dann kommen wir nämlich gleich alle darüber. Und dann muss ich die Sandhexe gleich ganz dringend zerstören. Das mache ich mal jetzt. Sandhexi. Kleines Drecksstück. So, nimm dies. Fulminictus Donnerkeil. Rambola. 15. In your dirty face, bitch. Komme ich denn da hin? Anscheinend. Oh. Cassia ist schon wieder auf 16 Lebenspunkte runter. Das habe ich da nicht gemerkt.
da sollte ich auch dringend gleich wieder was gegen tun. Okay, das war nicht schlimm. Sandhexe ist wieder hoch. Ha, das ist... Okay, die kriege ich jetzt in der Runde. Hau ich schon mal auf ihn ein? Ich weiß nicht, wie gut er heilen kann momentan. Ich mache das einfach mal, ich sehe das dann ja. Nee, Quatsch. Ich muss ja Cassia heilen. So. Nicht, dass die mir wegkrepiert. Und dann ein kleiner Feuerball auf Frau Sandhexe. Dann müsste die jetzt eigentlich weg sein. Ja. Hervorragend. So, jetzt haben wir zwei Runden Zeit. Ich glaube aber, der braucht auch Astralpunkte, um eine neue Sandhexe zu bauen. Da bin ich mir gerade uneins. Wenn ich mich hier hinstelle, komme ich gleich nicht mehr mit dem Zwerg durch. Deswegen kann ich nur bis dahin laufen. Dann bleibt er da eben stehen. Und dann kann ich mit dem Zwerg durchhuschen. Hoffentlich. Ja. Los, Zwergi, husch. Ja. Denn mal munteres auf den blöden Blödmann Adamant geklopfe. So, der kriegt jetzt hier die volle Breitseite. Was soll das? Ein Feuerball ist natürlich eine dumme Idee. Dann würde ich meine Leute alle treffen. Also kriegt er Donnerkeile an Schädel. Kann ich irgendwo angreifen? Ja, kann ich. Hervorragend. So, jetzt bin ich tatsächlich voller Hoffnung, dass das hier diesmal klappt. Der Zwerg geht dahin. Und kaputt. Keinen Schritt näher. Niemand berührt die Meisterin. Was für eine Meisterin? Warum sollten wir? Sie ist ja schon tot. Tot. Sie spüren deinen Zorn nicht, Meisterin. Ach, ich glaube, der redet hier von dieser Meisterin, mit der ich, glaube ich, eh nichts machen kann. Warte mal. Nee, kann überhaupt nicht mehr interagieren. Oh, scheiße, jetzt habe ich die Leertaste gedrückt. Ja, jetzt hauen wir auf Adamant so lange ein, bis der endlich kaputt geht. Habe ich. Astralpunkte sind genug da. Also das volle magische Arsenal auf diesen Blödmann geschossen. Oh, Gott sei Dank, die Sandhexe ist weg. Die Kristalle sind alle zerstört und Adamant kriegt böse ins Gesicht. Och nö. Oh. Dann teleportiert der Blödmann sich auch noch. Das ist doch jetzt nicht wahr, oder? Naja. Wir sind ja schon Kummer gewohnt. Dann soll es darauf auch nicht mehr ankommen. So, Cassia, wie viel hast du? Du hast 16. Treffe ich dich mit dem Feuerball? Ja, hervorragend. Dann gehe ich mit Cassia schon mal so weit, wie ich kann. Und dann kriegt er von hier halt einen Feuerball an Schädel. Ist mir doch egal. Lauf doch weg, du Blödmann. Nee, klappt nicht. Na gut. Dann kann ich mit Cassia auch noch weiterlaufen. Was soll's? Dann geht halt der Zwerg los. Das ist aber ganz toll, dass die Sandhexe nicht da ist, weil, wie gesagt, die hat das letzte Mal einfach stumpf meinen Zwerg geschluckt. Und das war richtig bitter. Das war ganz blöd. So, schnell nochmal Cassia geheilt. Fupp. Okay. Nein, lauf, kleiner Takate, lauf. Warum steht der Blödmann denn da jetzt? Warum ist der da hingelaufen? Was hat er davon? Was heißt gelaufen? Teleportiert. Teleportiert hat er sich, der Doofmann. Da zaubert er schon wieder irgendeinen Mist. Ich weiß nicht, was er gezaubert hat. Das ist mir egal. Kriegt jetzt Haue. Oh, der hat auch irgendwie eine Rüstung oder irgendwas. Ich weiß es nicht. Also irgendwas hat der... Ein Kristallpanzer oder was? Dass der nicht so viel Schaden
nimmt, wenn ich den angreife. Der nimmt nämlich wesentlich weniger Schaden als andere, die ich mit denselben Waffen angreife. Mal gucken, ob ich den jetzt... Gucken wir mal. So kriegt er einen Feuerball ab. Und das war gut. Das war gut. Das war super. Der ist ganz schön weit unten jetzt. Der hat keine Astralenergie. Oder ganz wenig. Damit kann er sich höchstens 10 Lebenspunkte regenerieren. Und das macht nichts. Oh, Gott sei Dank. Alter, du Arschloch. Blödes Mistkerl. Hier, 750 Astralpunkte. Erfahrungspunkte. Bam. Mann, ey. Dieser Doofmann. Ein Zaubertrank. Super. Alter, jetzt bin ich aber glücklich. Oh. Der große Former war jetzt ein Gefangener der Korapie. Ohne Protest, ohne eine Miene zu verziehen, bezog er seinen Käfig. Ach, Stützpunkt eingenommen. Adamans Feste ist mein. Herrlich. So, Denne. Truppenbonus freigeschaltet. Das ist gut. Söldner, was kann ich mit euch anfangen? Immer noch nichts, ne? Nee. Aber ich habe hier jetzt eine Magierin. Kampfmagier. Das finde ich toll. Gut, gut, gut. Diverse 1000 Erfahrungspunkte. Das ist auch ganz hervorragend. Ja, mache ich. Ganz, ganz super. Dann können wir ja jetzt mal endlich wieder steigern. Noch ein bisschen geiler werden, als wir eh schon sind. Ausdauer braucht Kassian nicht. Ist Humbug. Astrale Regeneration ist sie schon voll. Eisenhafte Aura. Er regeneriert Astralpunkte, auch wenn er Rüstungsteile aus Eisen trägt. Tut sie nicht, braucht sie nicht. Braucht sie nicht. Schildkampf, braucht sie nicht. Alles unnötig. Spezialmanöver, sie kann nicht kämpfen. Das haben wir ja jetzt schon oft festgestellt. Ich weiß nicht, vielleicht gebe ich ihr einfach mal doch ein bisschen bessere Waffentalente. Sie hat einen Speer, ne? Nee. Oh Gott, ich weiß es gar nicht. Warte mal. Hier, keine Erinnerung gemacht. Ich habe hier Inventory. Was trägst du denn da? Was ist das? Zweihandhiebwaffen. Mann, ich kann es mir nicht merken. Ja, ja. Zweihandhiebwaffen da. Das pushen wir dann mal so ein bisschen. Katapa, 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 katapa. So. Und, ja, ja, speichere das. Und dann möchte ich hier mal auch irgendwie... Moment, was habe ich denn hier jetzt gemacht? Angriff. Angriff will ich haben. Angriff. So. Zauber, 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 Zauber. Der Feuerball auf Stufe 4, der kostet mich doch ein bisschen zu viel. Heilen kann sie ja schon ganz prima, das hat mir eigentlich immer gereicht. Die arkane Wand hat sich nicht so bewährt. Zorn der Elemente. Also ich wollte mal irgendwas haben, was auch auf na, wie heißt das, verdammt? Auf Sachen geht, auf Dinge, auf Zeug, auf Gegenstände. Gegenstände. Kugelblitz geht nicht. Zorn der Elemente auch nur auf Feinde. Das geht auch nicht. Meisterstreich erhöht den Nahkampfschaden. Mhm. Tja, das ist alles ganz nett. Aber das will ich alles nicht haben. Zauberspeicher will ich auch nicht. Klarumpurum. Halt, Gifte bis Stufe 1. Wäre jetzt nett gewesen. Hier, da, Gegenzauber. Den nehme ich jetzt mal. Könnte sich eventuell irgendwann lohnen. Und was ich ja bewundert habe, war die Raserei. Mal einfach eigene Leute, gegnerische Leute, zum Rumrasen bringen. Das mochte ich. Also das mochte ich nicht, aber ich mag es, glaube ich, wenn meine Leute das können. Und ich habe noch 300 Punkte über. Doppelbild habe ich immer noch nicht angewendet, muss ich nochmal machen. Kälteschock? Nee. Also hier heilen geht nicht mehr, habe ich nicht genug. Blitzgeschwind. Ach, weißt du was? Kassia lasse ich jetzt mal so, wie sie ist.
Die alte Frotte. Ja, 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 brauche ich das? Magiekunde. Ach, egal, komm. Ich lasse das mal so und dann gucke ich erstmal, was die Naurim noch Schickes erlernen kann. Bewachen, nee, Fernkampf hat er nicht. Finte lernen, gezielter Stich. Der hat jetzt eine scharfe Hiebwaffe, glaube ich. Zweihandschwerter, Säbel, Zweihandhiebwaffen, das macht er wohl. Niederwerfen könnte er lernen, um dann zum Hammerschlag zu kommen. Bam. Ja, ich bin mir total sicher. Noch nie in meinem Leben war ich so sicher. Und Ausdauerregeneration wollte ich ihm geben. Aufmerksamkeit, nee. Rüstungsgewöhnung, nö. Beidhändiger Kampf, nö. Ja, ist halt schön, um diesen Waffenmeister-Nahkampf hinzukriegen, aber das... Ach komm, nee, hier, Ausdauer regenerieren soll er mal lernen. Und auch gerne zweimal. Ja, ja, bin ich. Dann haben wir Zurbaran. Zurbaran ist ja ähnlich wie Madame Frotte. Oh, meisterliche Regeneration. Nee, das nehme ich. So. Ha. Egal, alle Punkte weg, aber das lohnt sich. Und Takate soll auch regenerieren können. Aber der soll auch den Klingensturm lernen, aber der kann beides. Siehst du, Ende des Baums erreicht. Den nehmen wir. Nee, halt. Schwerter, Säbel. Ach, verflucht. Den habe ich ja nicht genommen, weil... ja, weil er einen Speer führt, habe ich natürlich total vergessen. Deswegen habe ich ja hier den Todesstoß genommen und den Klingensturm, den brauche ich gar nicht, weil er überhaupt gar keine... Ach, naja. Okay, ich kann es nicht rückgängig machen, egal. Sonderfertigkeiten hatte ich gesagt. Ausdauerregeneration, ja, bitte. Die brauche ich da wohl. So, das wär's dann. Und dann möchte ich gerne mal hier bei Thalea vorbeischauen und mal gucken, ob es da noch was Schönes zu shoppen gibt. Erstmal kann ich hier den Bock verkaufen. Den braucht doch kein Schwein. Das Bei kann eigentlich auch weg. Und dann habe ich hier Inventory. Inventory. Ich guck mal gerade. Ich habe ja hier von dem Doofmann die Klamotten gemopst. Ja, das ist doch ordentlich, weil sie hat, glaube ich, nur schäbiges Zeug an. Und mit dem Kram kann sie Gewand des gelben Königs, Schuhe, Kapuze des gelben Königs. Ja, die fehlt natürlich. Schlagen und dann gehe ich hier oben rum oder so oder hier lang, ich weiß es noch nicht. Auf jeden Fall machen wir Mengbilla als letztes. Es wird auf jeden Fall ganz Südaventurien wird mir gehören. Ganz Südaventurien? Nein. Ein kleiner dreckiger Kackmagier leistet erbitterten Widerstand. Egal. So, das haben wir erledigt. Feierabend für heute. Das nächste Mal gibt es dann die netten Unterhaltung im Lager am Lagerfeuer. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.